Einen schönen guten Morgen. Es ist der dritte Tag auf meiner Harz-Rundreise. Ich starte gerade in Bad Sachsa, morgens 9:30 Uhr. Und ja, die Sonne lacht mich an. Das ist ein ganz großer Unterschied zu gestern. Das war echt ein gebrauchter Tag. Im Regen gestartet, dann erstmal direkt auf die Gusche gelegt. Ist zum Glück nichts weiter passiert, außer einen dicken blauen Fleck und eine kleine Schramme am Ellenbogen. Ja, und dann eigentlich die ganze Sache im Regen geradelt, ja. Bis auf wenige Ausnahmen. Die Radklamotten voll komplett durchgenässt und ja, dann beinahe an Klausthal-Tellerfeld abgebrochen, dann noch in den Bus reingesetzt, hoch bis St. Andreasberg gefahren und von da aus weiter bis über Bad Lauterberg, was sehr schön war, und dann die letzte Strecke nach Bad Sachsa, wobei es da auch wieder komplett nur geregnet hat. Aber die gute Nachricht ist, ich habe über die Nacht alle meine Sachen wieder trocken bekommen und jetzt sagt der Wetterbericht erstmal für heute Morgen, soll es auch erstmal nicht regnen. Wie gesagt, ich habe mich auch ganz optimistisch schon mit Sonnencreme eingeschmiert. Mal gucken, vielleicht hilft. Ja, die Pension Ursula Hotel Pension war okay. Ich glaube, wir hatten schon deutlich bessere Zeiten erlebt. So muss man sagen, vollkommen ausreichend. Ich muss auch wirklich betonen, im Preissegment. Ich habe keine 40 Euro bezahlt. Darf man auch nicht ganz so viel erwarten. Ja, und jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich doch mir irgendwas Längeres nochmal überziehe und mir ansonsten nochmal eine kleine Versorgungsstation suche, Flaschen auffülle, und dann geht's weiter am Südharz entlang und danach wieder hoch die Berge. Ich bin mal gespannt, was der Tag so mit sich bringt. Ich hoffe nicht so viel Regen. Drückt die Daumen. Bis später. Servus! Also Tag 3 unserer kleinen Harzrunde. Es geht langsam Richtung Mittag. Ich fahre hier auf so einem Südharz, auf diesem leicht hügeligen Gelände. Auf ziemlich ruhigen Straßen, mal hier so ein kleiner Radweg oder auf Feldwegen. Selten mal auf größeren Straßen. Das ist eigentlich sehr schön. Das Wetter spielt bislang auch mit. Ich verlasse gerade Stolberg und das war ein bisschen wow, möchte ich fast sagen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es irgendwie so ein total hübsches kleines Städtchen im Harz ist. Super gut erhalten oder wieder hergerichtet mit viel Fachwerk und allem drum und dran. Also war ich super überrascht. Ich war so gegen, ich weiß gar nicht, 2:30 dort und hatte von da aus ein bisschen Schwierigkeiten, die weitere Tour zu planen, denn eigentlich wären es bis nach Blankenburg, meinem Ziel, nur noch so 40 oder 50 Kilometer gewesen. Ich glaube, knapp 50. Und normalerweise hätte ich gesagt, ja, los geht's, ne? Aber seit vorgestern weiß ich, man kann es einfach nicht einschätzen, wie lange man für irgendwelche Distanzen hier im Harz braucht. Weil wenn man Glück hat, geht's bergab, dann geht das alles ratzifatzi. Oder wenn man Pech hat, dann geht's bergauf über einen Forstweg, der irgendwie gerade super mega aufgeweicht ist vom Wasser her, dann braucht man für 10 Kilometer irgendwie einen ganzen Vormittag. Deswegen habe ich gesagt, nee, machst du mal hier ganz in Ruhe und fährst am Sonntag, also morgen, wieder zurück. Also Übernachtungen Stolberg gesucht, das Ganze war ein bisschen schwierig, weil nichts Günstiges mehr verfügbar war.
Deswegen geht es nochmal weiter Richtung, ich weiß gar nicht wo genau hin, irgendeine Waldpension. Habe ich mir eine Touri-Info rausgesucht und in meinem Navi eingespeichert. Das ist jetzt das nächste Ziel. Knappe 10 Kilometer jetzt nochmal. Bergauf natürlich. Ja, und dann soll es für heute gewesen sein. Guten Morgen, 9 Uhr. Ich starte auf meinem letzten kleinen Trip zum Start und Ziel nach Blankenburg, hier an der Waldpension kurz hinter Strassberg. Ich habe sehr ruhig geschlafen. Das ist eine sehr schöne Anlage hier mitten im Grün. Sehr großflächig, große Zimmer. Eigentlich auch ganz nett eingerichtet. Gab ein gutes Frühstück. Das Ganze wieder so für um die 40 Euro. Durchaus okay, wie ich finde. Gab auch einen kleinen Balkon daran, wo dann abends die Fledermäuse lang flatterten, also auch ganz spannend. Blankenburg verlässt der Weg nochmal die Bundesstraße und biegt ab auf so einen sogenannten Panoramaweg. Panorama ist hier nicht wirklich viel. Stattdessen sehr, sehr anspruchsvolles Terrain. An euch der Tipp, bleibt da besser auf der Bundesstraße. Das ist nicht wirklich doll hier. To keep it here, it's like a water. So you see, to keep it here, it's like a water.
Roller, also wieder in Blankenburg rein. Ob ich jetzt die Etappe noch gestern Abend geschafft hätte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, aber dann wäre es eine ganz schöne Tortur geworden. Und so hatte ich jetzt noch genügend Zeit und Objektiv für die schöne Landschaft und habe ich, denke ich mal, jetzt nichts verkehrt gemacht. Und da sind wir wieder in Blankenburg. Die Tour ist zu Ende und ich muss sagen, ich hatte eine sehr, sehr schöne Rundfahrt hier durch den Harz. Es hat mir viel Spaß gemacht, trotz des ganzen Regens etc. Muss ich sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Ja, ich habe eine ganze Menge gesehen an tollen Städten, an kleinen Ortschaften, viel, viel Natur, Feuersalamander, Dutzende Eichhörnchen, Windschleichen, Fledermäuse, da wirklich alles dabei gewesen. Das hinterlässt wirklich Eindrücke. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr diese Tour auch fahren wollt, dann findet ihr den Link hier unten in der Infobox. Aber bitte beachtet, der Streckenabschnitt vor Clausthal-Zellerfeld sollte auf jeden Fall irgendwie umfahren werden. Da geht es ganz brutal querfeldein über einen Berg. Das müsst ihr euch nicht antun. Mit so einem Bike ist es eigentlich nicht zu schaffen. Deswegen da ein bisschen umplanen. Ansonsten hat die Tour im Original 4000 Höhenmeter. Ich habe den Brocken noch dazwischen geklinkt, allerdings mit der Harzer Schmalspurbahn. So ein bisschen abkürzen und Höhenmeter klauen, finde ich, muss erlaubt sein. Der Fahrspaß steht ja im Vordergrund und dann geht es auch in Ordnung. Ansonsten auf jeden Fall dicke Beine mitbringen. Klickpedale empfehlen sich, wenn ihr ein bisschen aus der Wade ziehen wollt, gerade wenn es berghoch geht. Und was das Fahrrad angeht, bitte auf jeden Fall Gewicht reduzieren, da wo es geht. Gerade bergauf macht sich das dann schon bemerkbar. Ich habe alles irgendwie gebraucht aus meinen Gepäcktaschen, also nicht so viel eingesteckt, da bin ich ganz dankbar drum. Und ansonsten war ich dankbar um meine Scheibenbremsen, wenn es bergab ging, um meine Bereifung, die auch ein bisschen Profil hatte, gerade hier im Gelände. Apropos Gelände. Es war doch viel, viel Feldweg dabei und auch querfeldein, so wie das Tourenprofil auch eigentlich versprochen hat. Nichtsdestotrotz war ich überrascht, dass dann, ich sag mal, vielleicht die Hälfte oder auf jeden Fall ein Drittel Asphaltstraßen dabei gewesen sind. Teilweise sogar Bundesstraßen oder auch solche straßenbegleitende Radwege aus Asphalt. Da war ich aber nicht undankbar drum. Gerade an dem Tag, wo es nur geregnet hat, da war ich um jeden Meter Asphalt dankbar, der vor mir lag. Das könnt ihr mir glauben. Okay, das soll es mir aus gewesen sein. Wie gesagt, Links etc. weitere Infos hier unten. Wenn ihr Anregungen habt, bitte einfach in die Kommentare reinschreiben. Da freue ich mich drüber. Genauso wie über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, einfach den Kanal abonnieren. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer Philipp.